Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Diesmal etwas später, 11 Uhr, wie zu früheren Zeiten, falls Sie sich erinnern können. Das Devisenradar zu Anfang immer 11 Uhr, heute ausnahmsweise auch mal ein Stück weit später, hatte terminliche Gründe. Letztlich wollen wir aber heute dennoch die Sendung fahren, weil natürlich die Währungsmärkte ohnehin schon seit 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufhaben und sich hier auch ein Stück weit was tut. Und insbesondere der Yen ist hierbei wieder von Interesse. Wir sehen heute eine gewisse Schwäche. Also hier die Yen-Pairs vorne dran. US-Dollar-Yen hatten wir letzten Freitag auch im Kontext interessant für einen Short. Und das bleibt auch beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen so, wenngleich man hier im Stundenchart durchaus eine Art Bullflag interpretieren kann. Aber dazu erstmal später. Gehen wir aufs große Bild. Wir haben hier die Situation, dass der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen an diesem Widerstandsbereich um 79,75 aufgeschlagen ist. Und genau an diesem Punkt haben wir hier schon auf Wochenbasis ein technisches Korrektur. Szenario schon eingezeichnet, blau praktisch präferiert, grau die Alternative, die man immer wieder im Blick haben muss, denn tendenziell kann es natürlich auch anders kommen, als man hier erwartet, aber rein vom technischen Verlauf her wäre das Währungspaar jetzt hier durchaus bereit, einen möglichen Rücklauf auch unter Gesichtspunkten der Wochenbasis hier vollziehen zu können. Auch wenn wir hier mit Fibonacci hergehen, trennen wir mal kurz die Retracement Levels um, vom Tief zum letzten Bewegungshoch haben wir hier die Situation, dass wir am 61er praktisch angekommen sind und der Markt jetzt grundsätzlich reif für eine Gegenbewegung scheint. Ob die Woche kommt, müssen wir sehen. Letztlich haben wir hier auf jeden Fall einige Signale, die in diese Richtung deuten. Hier zum Beispiel auch das Chartbild auf Tagesbasis. Da unlängst auch hier dieser blaue Tendenzfall, der schon annahm, dass wir hier nochmal in das Level 79,75 Yen reinlaufen. Technisches Stop hatten wir hier beim Hoch vom 23.06. im Bereich 81,58. Kann man auch ein Stück weit höher setzen, aber Sie sehen hier die Kerze vom 15. Juli hat nicht dieses Niveau touchiert. Insofern ein leicht tieferes Tief und seither bröckelte der Preis auch wieder ab. Also wer hier die Gunst der Stunde nutzte und praktisch hier oben irgendwo reingehen konnte, mit einem relativ engen Stopp dann zum Beispiel, der ist schon komfortabel vorn. Aber wenn man es unter Swing-Gesichtspunkten sieht, auch jetzt noch nichts zu spät. Denn grundsätzlich hatten wir damals hier die technische Annahme, dass man hier mit einem Risiko von rund 2,2% hier eine mögliche Chance, wenn es wieder in Richtung 75 Yen geht, in Richtung oder eine Chance dann hier eben von über 6% Korrekturpotenzial sieht. Und das kann sich hier, wie gesagt, nach wie vor fortsetzen. Wir haben also hier rund 500 Pips, wenn es denn wieder in den Bereich von 500, sage ich schon, 75 bzw. 74 Yen in die Tiefe geht. Und das ist natürlich eine enorme Wegstrecke, die hier das Währungspaar vor sich hat. Aber es bleibt im Prinzip genauso technisch bestehen. Die heutige Erholung kann also sozusagen als Chance gesehen werden. Natürlich kann es auch noch mal ein Stück weit höher gehen. Aber ich denke hier, die Chancen, dass der Markt abbröckelt, sind mal nicht so schlecht. Wenn Sie die letzten Sendungen verfolgt haben, wissen Sie, dass wir den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen ohnehin schon seit einiger Zeit im Kontext haben. Diesbezüglich, weil eben die Widerstandszone hier auffällig ist. Und der Markt sozusagen durchaus das Potenzial hegen könnte, hier nach unten zu laufen. Ob es eben hier so eine große Abwärtsbewegung wird, das bleibt mal abzuwarten. Aber rein technisch, wie gesagt, haben wir hier Potenzial auf der Südseite. Und das spricht im Prinzip für einen Rücklauf an die letzten Tiefs. Gestützt wird das ganze Setup hier nochmal durch die Saisonalität, die ich natürlich nicht vorenthalten will, weil hier wird es dann direkt eben ab Anfang August spannend. Da kippt nämlich das Preislevel hier stark nach unten. Ähnlich wie bei allen anderen Yen-Pairs sieht das hier im August bzw. mit Beginn des Augusts und dann im Verlauf des weiteren Augusts hier sehr, sehr bärisch aus. Wir sehen hier ganz klar negativen Rückenwind und insofern wird hier eine Korrektur, ein Korrekturszenario ganz klar unterstrichen und bleibt auch das hier zu präferierende Szenario. Ein kleines Schmankerl bzw. einen kleinen Knackpunkt gibt es. Wenn wir hier auf Tagesbasis schon mal schauen, dann haben wir hier die Möglichkeit von den letzten Hochpunkten sozusagen hier eine Abwärtstrendlinie zu skizzieren. Die könnte auch theoretisch als Breakout-Linie genutzt werden für den Fall, dass der Preis eben nach oben rausgeht. Man dann sozusagen hier vielmehr dann versucht, eben die Long-Seite zu spielen. Denn ob der Markt jetzt wirklich korrigiert, auch wenn die Anzeichen so schön scheinen, das wissen wir letztlich nicht. Und da müssen wir uns ganz klar hier mit Stop-Preisen absichern. Aber grundsätzlich hat das hier nach diesem Erholungsschub den Anschein einer bullischen Flagge. Und das sehen wir hier jetzt auch mal sehr schön im Stundenchart. Da holen wir uns den Chart mal hierher. So, da haben wir das Bild ein bisschen feiner aufgestreut. Auch hier natürlich die Abwärtstrendlinie, die hier sehr, sehr klar definierbar ist. Und dann aber eben auch hier die mögliche Intention, dass wir hier so eine Art
Bullflag haben, das heißt eben nach einem starken Korrekturimpuls konsolidiert ein Index, eine Aktie, ein Rohstoff oder eben ein Währungspaar seitwärts, abwärts, aber das in einem bullischen Setup, in einem bullischen Muster, und das würde dann theoretisch für eine weitere Erholung sprechen, die hier nicht ausgeschlossen werden kann, aber ob das hier der große Move nach oben wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir müssen abwarten, was passiert. Rein technisch, da gehen wir nochmal auf Tagesbasis. Wie gesagt, hier die Bullflag im Stundenchart sehr schön zu sehen. Könnte sich dann hier ein Erholungsschub ergeben, wenn man dann praktisch hier vom Ausgangspunkt der Flagge sozusagen eine Projektion betreibt. Im Maximalfall mit Ausbruch könnte es dann hier sogar Richtung, ja, 85, 86 Yen gehen. Halte ich aber, wie gesagt, für das absolut geringere Wahrscheinlichkeitsszenario. Dennoch, wenn es hier nach oben geht und es gibt eben hier Preise über 82 Yen zum Beispiel, dann hat die Bullflag, die wir aktuell sehen, auf jeden Fall ihre Relevanz erfüllt. Und dann denke ich mir, gerade mit einem neuen Mehrwochen-, Mehrmonatshoch kann es dann auf jeden Fall auch weiter hochgehen. Halte ich aber, und deswegen grau, wie gesagt, für das Alternativszenario und ist meines Erachtens nicht zu präferieren. Wie es kommt, wir werden es mal abwarten. Auf jeden Fall Australdollar-Yen unverändert spannend neben den anderen Yen-Pairs. Und insofern drücke ich Ihnen mal die Daumen für die aktuelle Handelswoche, wenn Sie mögen. Hören wir uns auf jeden Fall morgen dann wieder 9:30 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall erstmal einen guten Start in die Woche und hoffe, dass Sie ein glückliches Händchen haben. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.